Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Witcher 3. Waffenbrüder in Novigrad. Wir sprechen jetzt als erstes mit Dijkstra. Ja, hier unten lang. Und wahrscheinlich in die Wäscherei rein. In der O. Siehst du das nicht? Nee. So. Hast du kurz Zeit? Hab ich. Was willst du? Ich wusste nicht, ob ich dich fragen sollte. Ich bin mir immer noch unsicher, aber was soll's? Ich brauche deine Hilfe. Oh, meine Hilfe. Sehr interessant. Erzähl. Die wilde Jagd wird bald Kaer Morhen angreifen. Das ist sicher. Ich suche Leute, die mir helfen, sie zurückzuschlagen. Die wilde Jagd. Sag bloß nicht, dass du an diesen Schwachsinn glaubst. Das ist kein Schwachsinn. Das habe ich schmerzhaft am eigenen Leib erfahren. Tut mir leid, Geralt. Aber ich habe meine eigenen Probleme. Ich habe mein verlorenes Eigentum noch nicht zurück. Deine Hilfe, wie du weißt, ließ zu wünschen übrig. Ich schulde dir also einen Dreck. Okay, hätten wir vielleicht den Leuten mehr helfen müssen oder was mit den Nebenquests? Also man hätte wahrscheinlich mehr Missionen machen können, damit die Leute einem helfen, damit die ja einem am Ende helfen. Ja, das habe ich vielleicht etwas verkackt. Aber naja, ist halt so, wir klappern die Leute einfach trotzdem ab. Ich wusste auch nicht, dass wir da noch weitere Missionen haben. Oh gut. Oh, der hat erst eine Mission für uns. Der letzte, der mir geschäftlich in die Quere kommen wollte, wurde erst nach einem Monat gefunden. Habe ich mich klar ausgedrückt, Shivai? Was soll die Aufregung? Kannst du mich nicht als gesunden Wettbewerb betrachten? Was redest du überhaupt mit ihm, Herzog? Ich finde ja, ein paar zertrümmerte Knie sagen mehr als 1000 Worte. Och, Geralt, schön, dass du kommst. Gibt es hier ein Problem? Problem? Gibt's hier ein Problem, meine Herren? Nicht doch. Ich wollte dir nur meine neuen Kumpel vorstellen, ehe sie sich verpissen. Sie wollten nämlich gerade aufbrechen, nicht wahr? Wir sprechen uns noch, Chivai. Bald. Was soll das? Lässt du dir von einem dahergelaufenen Mutanten Angst einjagen, Herzog? Sag ein Wort und ich kümmere mich um ihn. Wir sehen uns an, was in ihm steckt. Dann lassen wir es den Winzling auffressen. Wie klingt das? Beim nächsten Mal, Graf. Gehen wir. Genau. Und lasst eure Visagen hier nie wieder blicken. Na sauber, jetzt sitze ich bis zum Hals in der verdammten Scheiße und hab keine Schaufel. Worum geht es denn? Hast du geschäftlich mit ihnen zu tun? Ganz im Gegenteil, verflucht. Weißt du, Geralt, alter Kumpel? Jetzt wirst du mich um Hilfe bitten, stimmt's? Die Sache ist die, dass ich einer gemeinsamen Bekanntschaft sozusagen irgendeinen kleineren Betrag schulde. Francis Bedlam, dem Bettlerkönig. Um die Schulden abzuzahlen, habe ich beschlossen, mich Gwint jetzt professionell zu widmen. Das wird ja immer besser. Ich meine nicht mein Spiel, sondern meine Karten. Die seltensten bringen heutzutage stattliche Sümmchen ein. Leider ist das kein Geheimwissen mehr. Ich habe auch einen willigen Käufer für meine Sammlung. Mir fehlen nur noch 3 Karten. Aber die Köter des Herzogs hängen mir am Arsch. Also, was sagst du, Geralt?
Gut, ich brauche seine Hilfe, also helfe ich ihm. Versuchen wir, die drei Karten zu bekommen. Welche brauchst du denn? Fringilla Vigo, Isengrim und Johann Natalis. Furchtbar schwer zu kriegen. Der Herzog versucht es auch, bisher vergeblich. Moment, du weißt noch nicht mal, wo du diese Karten kriegst? Nein, so schlimm ist es nicht. Ich wette, Zed hat sie. Seit Neuestem hehlt er nicht mehr. Er macht nur noch in Karten. Leider will der Arschwichser nicht mehr mit mir reden, seit ich ihm diese einmalige Skoyatel-Karte vor der Nase weggeschnappt habe. Würdest du mal bei ihm vorbeischauen? Zed. Kommt mir bekannt vor. Großer Fisch im Kartenteich. Hat ein Geschäft an der Südmauer. Und danke, Geralt. Jetzt habe ich vielleicht eine Chance, diese Schulden loszuwerden. Kein Problem. Bis dann, Sultan. Okay. Komm, verfolgen wir erstmal die Quest. Weil ich denke, danach wird er uns auch helfen. Und theoretisch gibt es ja viele andere Sachen, Quests, mit Meisterschmied damals. Das hätte man sich ja auch alles noch machen können, aber... Grüße von meiner Mama. Verschlossen, aber Zed scheint drinnen zu sein. Und er steckt in der Klemme. Ich muss einen anderen Eingang finden. Sei gelobt von ganzem Herzen. Auch abgeschlossen. Kann ich eine Hexe reden? Bitte, bitte, bitte. Ich würde dir einen Rabatt wegen deiner Heldentaten geben. Okay. Aber die Madame, du verstehst? Ein Hexer. Sind wir nicht so schon mal in so ein Gebäude reingegangen? Das dürfte Zed sein. Ja. Gefunden? Nein. Der Herzog wird angepisst sein, dass wir nicht aus Zed rausbekommen haben, wo sein Kassenbuch ist. Habe ich es etwa nicht versucht? Du hast ihn wohl zu hart rangenommen. Scheiße. Na, wenigstens haben wir die Isengrim-Karte. Hallo. Ach du Scheiße. Los, Ringo, auf geht's, pack ihn! Isengrim Fawiltiane aus dem Skoyatel-Deck. Wie viel die Karte wohl wert ist? Entweder hatte Zed eine widerspenstige Katze oder da unten gibt's eine Geheimkammer. Das dürften die Namen der Leute sein, denen Zed Karten verkauft hat. Ja, war weg. Karte, Komma, Karte. Da sollte Sultan mal einen Blick reinwerfen. Okay. Wunderbar. Was soll ich denn? Der Mutant hat gerade noch Schiss. Deine schiere Anwesenheit ist eine Beleidigung des ewigen Feuers. So. Sultan? Geralt? Wegen dieser Karten. Hast du sie? Die Isengrim-Karte habe ich. Zeig mal her. Ha! Und da heißt es, Elfen wären schön. War Zed ein großes Problem? Zed ist tot. Ich bin seinen Mördern begegnet. Wir wollen nicht über vergossenen Zed weinen. Was ist mit den anderen Karten? Die anderen Karten habe ich nicht gefunden. Verfickt, der Sack muss sie verscherbelt haben. Hör mal, ich habe Zeds Kassenbuch. Zeig mal. Den Einträgen zufolge hat er Karten an Cäsar Bilsen und Ravi verkauft. Ach, hätte schlimmer sein können. Wir müssen sie besuchen. So, okay. Cäsar Bilsen. Der Buchhalter von Hacker war mal in Ordnung, ist jetzt aber so arrogant, dass man nicht mehr mit ihm trinken kann, geschweige denn angeln. Okay.
Wir haben uns im Anglerclub Pontas Stolz kennengelernt. Aber da lässt Caesar sich jetzt nicht mehr blicken. Seine neue Rolle nimmt ihn so in Beschlag, dass er kaum noch das Haus verlässt. Immerhin müssen wir nicht die Stadt nach ihm absuchen. Ravi, wer ist denn das? Ein ordinärer Falschspieler und Schwindler. Will mir nicht in den Kopf, wo er das Geld für die Nathalie-Karte her hatte. Ich habe ihm mal eine Tracht Prügel verpasst. Seitdem ist unser Verhältnis etwas frostig. Du musst ihn wohl alleine aufsuchen. Okay. Sultan, es scheint ja äußerst wichtig für dich zu sein. Ich versuche, dir die Karten zu besorgen. Danke, Geralt. Caesar können wir zusammen aufsuchen. Wir treffen uns vor seinem Stadthaus, der protzigsten Bausünde am Platz des Hierarchen. Hat die Fassade golden anstreichen lassen. Wenn du vorher Ravi sehen willst, würde ich an deiner Stelle zuerst im goldenen Stör nach ihm gucken. Alles klar. Bis dann. Und du brauchst Ravi nicht zu sanft anzufassen. Hau ihm ein bisschen auf die Löffel, dann gibt er nach. Also, viel Glück, Geralt. Okay. Naja, erstmal zu Ravi. Es stinkt nach Verwesung, menschliches Fleisch. Aha. Das begreift mal einer. Also sicher kann man mit den Nebenquests dieses Spiel extrem in die Länge ziehen oder auch sehr, sehr viel erkunden, machen, leveln. Ich weiß halt nicht, ob ich schon Richtung Ende zusteuere von der normalen Story. Weil wahrscheinlich so richtig durchspielen kann man das Spiel ja auch nicht. Das ewige Feuer mag uns beschützen, aber ein Hexer ist auch ganz praktisch. Ja. Sieh mal an, dieser verflohte Mutant. Gesell dich doch bitte zu uns. Ravi liebt Gesellschaft. Sieh nur, wie froh er ist, dich zu sehen. Bist du froh, Ravi? Er wäre sicher noch froher, wenn du ihm nicht diesen Dolch in den Rücken bohren würdest. Ah, das sagst du nur, weil du die Lage nicht überblickst. Unser gemeinsamer Freund Ravi hier wollte gerade um sein Leben spielen. Ihr habt die Karte. Was wollt ihr denn noch? Hättest du einfach aufgegeben, statt zu versuchen, uns reinzulegen, wären wir längst weg. Leider sind alle deine Finger gebrochen. Da muss wohl der Hexer für dich spielen. Wie klingt das? Siehst du? Ravi, ich bin richtig schlecht in Gewinn. Was sagst du? Wir erhöhen den Einsatz ein bisschen. Dann kriegt die Sache mehr Pep. Ravis Leben und die Nathalies Karte. Einverstanden? Ich bin schlecht im Spielen, also. Ich kann mit Ravi nichts anfangen. Dieser Hexer ist ein Langweiler. Tut mir leid, Ravi. Tut mir leid, aber... Ganz ehrlich, beim grünen Spielen hätte ich auf jeden Fall alles verloren. Ein Kunde mit Verstand wird sofort sehen, dass ich die besten Angebote habe. Da Ravi mir so ziemlich egal ist. Da, das. Bist du ja. Wie war's denn mit Ravi? Ich hab die Nathalies Karte. Wunderbar. Jetzt bleibt nur noch Caesar Bilsen, dann haben wir es in trockenen Tüchern. Machen wir es so. Ich beschäftige ihn und du schleichst nach oben und durchsuchst sein Kuriositätenkabinett. Da findest du die Karte bestimmt. Was hat er denn alles in diesem Kabinett? Ha, wer weiß das schon? Du wirst's als Erster erfahren.
Einmal schön leerplündern. Das hat weder mit Sodomie oder mit Metallurgie zu tun hat. Aber das kannst du mir ja hinterher sagen. Gehen wir. Chivai? Cäsar Bilsen, weißt du noch, wie wir gestritten haben, wer König des Ponta ist? Der Hecht ist König des Ponta. Siehst du, ich bin hier, um dir klarzumachen, dass es der Wels ist. Und ich komme nicht mit leeren Händen. Wer ist das? Der? Das ist Geralt. Und, angelt Geralt auch? Eigentlich nicht. Ich jage eher. Das ist gut. Ein verlogener Angler am Tisch reicht völlig. Kommt rein. Richtige Antwort. Was hilft's, dass Zander so gerne beißen, wenn sie schmecken wie Scheiße in Seifenwasser? Das liegt daran, dass du als Koch so viel taugst wie ein Ziegenarsch als Klarinette. Unlang erst habe ich mit frischem Thymian... Scheiße mit Thymian zubereitet. Ruhe. Ich hab also Unlang mit Thymian. Geralt, sag doch auch mal was. Wie schmeckt dir Zander? Ich mag Zander. Weil du ein Hexer bist. Verglichen mit den Tränken, die du dir reinziehst, ist Scheiße ja eine Delikatesse. Ein Hexer? Hast gar nicht erwähnt, dass er ein Hexer ist. Bilsen, hast du gehört, dass Vibo Bathilda neulich eine Erbse ausgeworfen und einen jungen Hecht gefangen hat? Der Schwanzlutscher lügt doch, wenn er den Mund aufmacht. Ponta-Hechte sind nicht so blöd, auf seine miesen Erbsen reinzufallen. Man braucht Lebendköder. Oder die größten Regenwürmer. Aber auf die sind sie weniger scharf. Ich hab mal einen ausgegraben. Der war so fett, da ist mir selbst das Wasser im Mund zusammengelaufen. Fast hätte ich ihn verschlungen. Bin nicht so sicher. Geralt, was nimmt ihr denn den Kaer Morhen? Bomben. Was? Wie? Bilsen, hast in letzter Zeit nicht viele Scherze gehört, was? Gut, der hier war nicht so überzeugend. Geralt, hol ist aber die Wahrheit. Noch eine Flasche. Mach ich. Bei der hier sehe ich schon den Boden. Wann angeln wir denn unseren Wels? Ich angle nicht mehr mit dir. Das Messer sieht aus, als wäre es mit der Tischplatte verbunden. Die Schublade ist offen. Ich habe das rote da schon gesehen. Dreieckiges Loch in der Wand. Interessant. Passt perfekt. Geheimtür hinter einem Bücherregal. Klassiker. Statuette eines Mannes. Nicht geschnitzt, sondern magisch erzeugt. Schade, dass ich Triss nicht danach fragen kann. Deutsches Ringier de Rideau. Henkerseil des Stefan Skellen. Joachim de Wetzschädel. Ziemlich düstere Kuriosität. Vollständige Rüstung der 7. Derlan-Brigade. Hervorragender Zustand. Porträt des Kaisers M hier. Tempera auf Holz. Ziemlich geschmeichelt, würde ich sagen. Tafelgeschirr, von dem Kaiser M hier bei der Krönungsfeier speiste. Nett.
Alte Klingen hast du da? Sultan, wir sollten uns auf den Weg machen. Ja, das sollten wir wohl. Es ist spät geworden. Warte doch! Gehst du schon? Was ist mit der Flasche, die du holen wolltest? Grüß dich, Pilsen. Wir haben eine Nachricht vom Boss. Nachricht? Was für eine Nachricht? Meister Hacker ist sehr unzufrieden. Augenblick mal. Wenn es in den Büchern Ungereimtheiten gibt, ich kann alles erklären. Zu spät. Schnappt ihn. Und ihr beiden verschwindet. Lasst ihn in Ruhe. Hacker zahlt bestimmt extra, wenn wir den Hexer töten. Na los, Jungs, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Verfluchte Hurensöhne! Hexer! Danke. Wie soll ich Hacker das bloß erklären? Schriftlich würde ich empfehlen. Stimmt. Ich muss packen. Viel Glück. Bis dann. Ja, wir haben mir die Karte geklaut. Ach, du hast doch ein gutes Herz, Geralt. Übrigens, gute Arbeit bei dem letzten. Das Blut ist fast bis an die Decke gespritzt. So, ein vollständiger Satz, Kap. Und nun? Jetzt holen wir uns einen Riesenhaufen Geld dafür. Auf geht's. Der Austausch. Wir sollten ihn rasch hinter uns bringen. Hast du Angst, dass dein Kunde es sich überlegt? Nein, dann schon eher ich selbst. Ich hatte so viele Interessenten. Ich kam mir vor wie die Ballkönigin. Okay. Wer ist denn der Käufer? Der Freund eines Freundes. Ich weiß nicht viel über ihn, aber er gehört zum Dunstkreis des Herzogs. Was ist los? Das verdirbt ihren Geist. Das Feuer wird sie alle reinigen. Ah, endlich. Ich fürchte, die Leiche ist schon kalt. Was soll das? Dein Kaufinteressent hat uns das Geld übergeben und ist verstorben. Etwa in dieser Reihenfolge. Es war doch hoffentlich nicht zu mühsam, die Karten zu besorgen. Versuch's doch mal selbst. Er hat doch das Geld. Dann töten wir ihn einfach. Herausfordern. Da haben wir die Karten und das Geld. Wie der Graf. Das solltest du langsam wissen. An die Arbeit, Jungs. Den Zwerg will ich lebendig. Ich muss noch mit ihm plaudern. Alles klar. Geralt, der Bastard macht sich mit meinem Geld vom Acker. Mit unserem Geld, verdammt. Jag dem Hurensohn nach. Ich kümmere mich um die anderen. Du bist so gut wie tot. Hört endlich auf in sein Schwert. Der fünfte Stadern! Hurenvorn hat mir einen Fahnen aufgeschlagen! Was? Ich verstehe kein Wort. Upsala. Alter, wie tief geht's hier runter? So, hinter ihm her, let's go. Lass mich! Scheiß Ertrunkene! Tja. Du könntest einen Hexer gebrauchen. Sehr amüsant. Wenn ich dir das Geld gebe, lässt du mich dann in Ruhe? Nein,
Ich sorge lieber dafür, dass wir uns zum letzten Mal begegnet sind. Ja, eiskalt. Und? Hast du ihn gekriegt? Und das Geld? Ja. Was ist mit dem Herzog? Hast du es ihm gegeben? Mhm. Großartig. Also, Geralt. Der tötet ja auch einfach Leute, also. Karten. Ohne dich hätte ich's nie geschafft. Also hast du die Wahl. Wenn du Gold willst, kein Problem. Ich finde im Handumdrehen einen anderen Käufer für diese Karten. Es sind halt sehr seltene Karten, aber was will ich mit Karten, ey? Ich spiele kein Gewinn. Geld wäre mir lieber. Es ist dein. Ich kann den Bettlerkönig trotzdem bezahlen. Da wird der Schwanzlutscher aber staunen. Viel Glück, Sultan. Danke, Geralt. Und nicht vergessen, der König des Polta ist der Welts. Sultan? Geralt? Ich weiß, wo Ciri ist. Warum sind wir dann auch hier? Holen wir uns die Kleine. Das werde ich. Für dich habe ich eine andere Aufgabe. Du musst nach Kaer Morhen reisen. Ich werde Ciri dorthin bringen. Die wilde Jagd wird kurz danach angreifen. Ich könnte dich auf unserer Seite gebrauchen. Du hast mich. Und meine Axt. Danke. Sehr schön. Wir sehen uns in Kaer Morhen. Eine Hand wäscht die andere. Lambert sind schon dort. Okay, looten wir die hier noch. Aber das war's von dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Bis dann. Haut rein.